Hey Leute, willkommen zurück in Willow Creek mit unseren komischen Sims in ihrer alten Villa und Are und Lala, die essen. Was essen die da nochmal? Frühstückseierlei, was Are gemacht hat, Täschchen. 17 Uhr, wer essen Frühstück? So, und das Gespräch ist irgendwie eingeschlafen. Nee, doch, es geht weiter. Ah, Lala denkt nur an Geld und Lala, ich geh da mal. Und Are redet nur Müll. Ja, jetzt weg. Was mache ich jetzt? Ich kann weiter essen. Nee, mach ich aber nicht. Ha! Zu cool, um weiter zu essen. Schach spielen. Ach ja, warum nicht? Also, Ari scheint den ganzen Tag in seinem Badehandtuch verbringen zu wollen. Warum nicht? Wenn dir das gefällt, machst du ja auch ordentlich Eindruck bei den Ladies. So, was ist ein... Wir haben Donnerstag, 15... Wir sind auf jeden Fall schon im Plus. Als nächstes kriegen sie ihre Zimmer. Als nächstes kriegt Mima ihr Zimmer und ihr Badezimmer. Dann kriegt Aresi ihr Zimmer und Badezimmer. Dann kriegt Lala ihr Zimmer und Badezimmer. Dann die Jungs. Aber da müssen wir jetzt erstmal drauf sparen. Provozierst du etwa einen Foren? Ja, na klar. Da freut sie sich. Batz ist zu Hause. Nicht gefördert worden. Batze, was war los? Woran hat's gelegen? Zieh mal dein normales Zeug an. Wäre schön, wenn die Sims das automatisch machen würden, wenn sie nach Hause kämen, ne? Fände ich. Oder wenn man die Arbeitskleidung selber sich aussuchen könnte. Oh, rennt da drüben die kleine Schwester von dieser Candy Bear Party Tussi? Tatsächlich. Hey, Batze, red doch mal mit der. Batze braucht irgendwie mehr Freunde. Guck mal da. Freundlich vorstellen. Viel Spaß, Batze. So, und Ari spielt noch Schach. Das ist schön. Guten Schach. Guten Tag, ich spiele Schach. Residenz im Austausch gegen Arbeit. Hä? Oh Gott, Mima hat wieder Blasen, weil sie sich so viele Pinsel in der Hand halten muss in dieser komischen Künstlerresidenz. Ich möchte mal wissen, was die da für Schweinkram machen. Ja, also ich würde sagen... da stellt sich die Frage, soll sie ihre Aufgaben vernachlässigen oder sich abhärten? Ich würde sagen, was hatten wir denn letztes Mal? War es gut oder schlecht? Diesmal vernachlässigen wir einfach mal gucken, was. Da ist eine Verschlechterung, kleinen Mist. Die Vernachlässigung der Gartenarbeit gefällt dem Farmer. Ja, ja, Mima, der will ihren Dings abflügen. Pfui, er fürchtet einen Teil seiner Ernte einzubüßen. Sollte sich Mima so etwas noch einmal leisten, wird sie aus der Residenz geworfen. Ja, das wäre ja schrecklich, wenn die arme Mima da nicht mehr für irgendwelche sexuellen Dienste missbraucht werden würde. Ja, lass dich da mal schnell rauswerfen. Das scheint ja ein furchtbarer Ort zu sein. Schon Blasen an den Händen von den vielen Pinseln. So, und Lala hat hier... Oh, ich glaube, Lala wollte mit Batze reden, aber Batze ist ja jetzt draußen, redet mit der Dings da. Oh, jetzt will... Oh, da ist Anorie. Anorie joggt am Haus vorbei und jetzt möchte Lala mit Anorie reden, aber die holst du nicht ein, Lala. Da ist Anorie. Anorie joggt. Oh, doch? Sie kommt sogar zurück zu Lala. Das ist ja cool. Nee, doch nicht. Nein, los! Ja, Lala, jetzt hast du doch... Komm! Ja, jetzt doch wieder mit Ari. Ja, pff. Also, ich hinterdinge mal. Freundlich vorstellen. Hier, das wäre jetzt die Chance für Lala. Nein, ach, jetzt geht sie erst rauf. Ach, diese fucking Wegfindung, das ist so ein Mist in diesem Spiel. Jetzt geht sie erst hoch zu Ari. Jetzt hat sie abgebrochen, jetzt geht sie runter und jetzt ist sie natürlich weg. Also, Dings da ist weg. Anori. Ja, Lala, Entschuldigung. So, und Batzel hat mit, oh, die guckt ja super angesäuert. Das war wohl nicht das tollste Geschenk. Ja, und Batzel schläft. Wie lief das denn mit der? Ja, okay, hier. Naja. Immerhin, Batzel hat die kleine Schwester von der angesagtesten Partymaus in Windenburg kennengelernt. Wie geil, der Junge hält, liegt der da auf der Bank? Ja, Batzel hat... Wir haben zwar hier nebenan unsere Villa, aber Batzel hat sich entschlossen, hier ein Nickerchen zu machen. Naja, warum auch nicht? Sehr richtig, was machen wir denn? Oh doch, hier, yes! Lala und Dingens, sie haben es geschafft. Ach, du hast ja genau die Frisur, die ich habe. Ja, scheiße, änder deine Frisur.
Nein, änder du deine. Nein, du deine. Nein, du deine. Nein, du deine. Yebemi Zayaga? Hibau Chinosa. Und die Farbe steht dir auch nicht. Yubim Perfect Swaffa. Oh Mann. Obwohl, weil Lala auch mal so aggro ist, macht dir das gar nichts aus, dass Anori auch so aggro ist. Die verstehen sich hervorragend. Ach, obwohl, stimmt, Lala, wir könnten Lala auch mal eine neue Frisur geben, eigentlich, irgendwann mal. Aber wieso sollte Lala nachgeben? Mir steht die Frisur besser als ihr. Hanna Norie, jetzt beruhig dich mal, ist doch alles schön. Schöner Donnerstagabend. Du redest mit einer Frau, die genau deine Frisur hat. Mist, was mögen Frauen gar nicht. Aber Lala, ist das egal. Dir steht die Frisur einfach nicht, sieh das doch ein. Du sollst auch nicht so viel essen. Aber jetzt ist auf einmal eine tiefgründige Unterhaltung. Man weiß ja nicht, warum Frauen sich verstehen, aber jetzt. Das war aber ein kurzer Jogging-Dings, 3 Meter und jetzt nach Hause gehen. Ja, ja. Hm. Ja, fein, cool, schön, Lala. Haben wir uns nett mit Anori unterhalten. Ich hoffe, Batzel findet den Weg nach Hause. Er muss eigentlich nur über die Straße gehen. Oh, Plüsch spielt Musik. Und höre ich nur nichts von der Musik? Nein, 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 du darfst weiterspielen. Ach, Scheiße, es tut mir leid, Plüsch. Entschuldigung. Entschuldigung, Plüsch. Entschuldigung, Entschuldigung. Aber man hat ja sowieso nichts gehört. Ich habe auf jeden Fall nichts gehört. Aber Moment, wenn du schon hier stehst. Ja, hier kommen die Fähigkeiten. Mist. Los, hier. Dann kommen die Auftritte. Sei lustig, Plü. Es war früher nicht immer so ein Lichtschein um die, diese, um das, wieso ist das jetzt so dunkel auf einmal? Früher, also dieser, das ist ja so eine Karrierebelohnung. Da ist irgendwie immer so ein magischer Lichtschein drumherum, der ist jetzt ja irgendwie weg. Jetzt ist nur noch die Beleuchtung. Also früher, da, das, ja. Früher war dieses Ding irgendwie beleuchtet. Halt so, als ob oben so ein Spot-Strahler wäre, als ob man bei so einem Auftritt halt so von oben beleuchtet ist. Ach, was soll denn diese blöde Bimmelei? Der ist ja immer noch nicht gedongelt. Nein, 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 du machst, dann gibst du jetzt halt mal deinen komischen Auftritt. Obwohl, nee, das ist es nicht, ne? Auf, ja, doch, aber wir wollen die Comedy-Fähigkeit, Ding, sind Witze erzählen. Sind Witze, sei witzig. Vielleicht geht das ja mal länger als ihm. Du erzählst jetzt so lange Witze, bis du witziger bist. Ja. So, wir machen die anderen. Aresi redet mit einer Pflanze. Ach, das ist schön. Aresi mag die Pflanzen. Dann, oh, danach kannst du dann ernten. Hier sind ja schon wieder Sachen fertig. Ja, ja, der Galna. Lala hat heute aber auch ihren gesprächigen Tag. Jetzt ist schon wieder Are dran. Aber schön, dass sie sich verstehen. Oh, ja, ach ja, du, guck mal. Oh, vielleicht reden sie darüber, ob sie mal auf Tee umsteigen sollten. Jetzt, wo wir eine Teemaschine haben, einen Teekocher. Oh, ja, ich weiß nicht, Tee, bin eher Kaffee, Tee, da sage ich nee. Aber, oh, da kommt Aresi schon wieder rein. Nee, nee, warte, Aresi, wir gehen mal, ja, ja, Sportkanal ist schön. Wir pflegen mal den Garten und ernten dann auch mal einfach alles. Und danach kann es Fernsehen. So, ach ja, hier, ich wurde glücklicherweise darauf aufmerksam gemacht, wem die Hausaufgaben gehören. Nämlich der hier Grusel-Teenager-Tochter von nebenan, da wohnen doch die Grusels. Ich erinnere mich überhaupt nicht, dass die mal da war und bei uns Hausaufgaben gemacht hat.
Ja, dann müssen wir wohl irgendwann mal dafür sorgen, dass sie ihre Hausaufgaben wieder abholen, oder? Von selber geht das wohl nicht. Müssen wir die mal anrufen und sagen, hey, deine Hausaufgaben liegen seit 3 Jahren hier oder so. Vielleicht sollst du die dann langsam mal abgeben. Ja. Das sind also, Dankeschön für die Info, nicht von dieser anderen Saskia irgendwas, sondern von der Gruseltochter. So, ja, und Lala trinkt Kaffee. Nix mit Tee. Niemand trinkt Tee hier. Naja. Zu Tee sagen sie nicht. Nee. Oh, und Plü, habe ich das richtig mitbekommen? Plü hat gerade endlich mal. Ja, fein. Ja, komm, dann kannst du jetzt auch mal diesen komischen Auftritt geben, den da. Diesen kurzen Comedy-Auftritt. Ich hoffe, irgendwann kann er auch mal längere Comedy-Auftritte schreiben, dass man die Tagesaufgabe auch erledigen kann. Weil ich müsste ihn, glaube ich, 10-mal hintereinander diesen kurzen Auftritt geben lassen. Oh ja, das war aber mal wirklich sehr kurz, Plü. Der war ja noch kürzer als sonst. Können wir das bitte nochmal machen? Ein bisschen länger, Plü. Ja, jetzt haben wir's. Weil einmal diesen kurzen Auftritt geben, ist, glaube ich. Ich weiß nicht, wie viel das bringt. Wir schauen mal. Oh, guck mal, Plü, wenn du jetzt ein Level weiter bist, vielleicht hört dir ja sogar jemand zu und findet es lustig. So, Mima räumt auf. Das ist auch schön, aber Mima, zieh doch mal deine normalen Sachen an, bitte. Mima ist total fertig vom ganzen Tag Pinsel halten. Ja, oh, und ich vielleicht, ja. Das war ja mal wieder lang. So, wie viel hat es jetzt gebracht? Gerade erst begonnen. Noch nicht mal 25%. Toll. Also die Tagesaufgabe so. Und Auftritt schreiben. Oh, warte, vielleicht ist Auftritt schreiben besser. Ein Gericht nehmen. Ja. Wie lange dauert es denn, einen Auftritt zu. Kann er denn jetzt längere Auftritte schreiben mit einem neuen Level-Comedy-Dings? Comedy. Mit oh, da, tatsächlich, mittleren Auftritt. Yes! Witze, ja, wir lassen erstmal essen. Ist gut. Hast ja schön gemacht. Er kann nichts dafür, dass er bis jetzt nur kurze Auftritt schreibt. Jetzt kann er also auch mittlere verfassen. Wenn man die dann gibt, dann vielleicht gibt das mal ein bisschen mehr Tagesaufgaben-Prozenterfüllungsdingens. So, und die beiden Herren stehen da und vergessen, dass sie essen wollten. Hallo, Plü, wollen wir essen? Mann, ich esse doch schon. Kannst du im Stehen essen, Batzen. Oh, da kommt Are. Oh, das ist immer noch Ares Frühstück hier. Nur noch drei übrig. Oh, und der hat Plü gewunken und geht wie Ares hochkommen und Plü zu winken. Oh, Plü, Are, was ist denn los mit denen? Diese blöde Winkerei, das haben sie früher so nicht gemacht, ne? Was soll das? Ja, Batzel muss mal. Oh ne, Batzel muss mal mit Are reden. Also Ares Frühstücks allerlei ist aber ganz schön beliebt. Wo ist Are denn? Oh, Are sitzt am Computer. Oh, so toll schmeckt's, Batzel, aber nicht. Batzel geht dann doch mal aufs Klo vielleicht. Ich meine, hat Batzel es geschafft, von nebenan über die Straße wieder zurück nach Hause zu finden. Level 7 der Videospielfähigkeit erreicht. Sehr schöne Haare. Wir sind stolz auf dich. So, und Arisi hatte. Was hatte? Arisi hat mit Lala geredet und. Gehst du mal. Vielleicht muss Arisi ja mal, hat sich deshalb über die Tasse gestellt. Ja, dann lass laufen. Ein Tässchen Eigenurin. Ja, also. Ach Mann, ihr mit eurem heißen Essen, wie kann das Essen denn immer noch heiß sein? Das hat den ganzen Tag da rumgestanden. Solltest es auch mit Eigenurin versuchen, ist total gesund. Ich rede hier keinen Müll. Aber ich kann nicht, wenn mir jemand zuguckt. Willst du da wirklich in die Tasse pinkeln? Nein, Plü trinkt Arisis Eigenurin, Plü nicht! Oh Gott, Plü, du weißt ja nicht, was da drin ist. Ach nee, dann wieder zum Essen essen, oder was? Ach nee, er räumt auf. Er räumt auf. Pff.
Ja, also, ja. Arisi hat da bestimmt Schein gepinkelt, damit du ihr das wegnimmst. Arme Arisi. Ist wieder. Oh. Ja, war nichts mit dem Eingummi. Was versteckt Lala sich denn da hinter der Vase? Lala stand doch eben hier. Dann hat sie den Gedanken gehabt, mit Arisi zu reden und hat sich dafür jetzt hinter der Vase versteckt. Das war sie, hinter der Vase. Was soll das, Lala? Oh, Lala will die Vase antanzen. Yeah, ich tanze mit den Blumen. Also, Lala, ich weiß ja nicht, was. Hast du Angst, dass wir deine Moves sehen oder was? Lala kann auch ganz gut tanzen. Lala tanzt mit dem Blumenstrauß. Auch schön, wir hatten schon komischere Dinge. So, und Arisi geht sehr inspiriert ins Bettchen. Das ist schön. Ach, was denn mit deinem Blumenernten? Au, schön. Hier wieder die feinen Weinträubchen. Qualität perfekt. Was war nochmal die höchste Qualität? Qualität perfekt. Haben die nicht schon mal viel, viel mehr Geld gebracht? Jetzt bringen 10 Weintrauben nur 700. Verstehe nicht. Vielleicht war das andere ein Bug. Naja, egal, weg damit. Da, so, ja schon. Die Sims horten ja so gerne Nahrungsmittel. Warum auch immer. Oh, Batz ist auch da. Yeah! Und Lala hat, findet es weiterhin cool, hinter dieser Vase da zu tanzen. Naja, wenn sie Glück dabei ist, ja, ich. So, warte. Ach, Miss Plü jetzt Plü ins Bett gegangen. Ich wollte ihn doch mal einen mittleren Auftritt schreiben lassen, den kann er jetzt. Und wir. So, ja, jetzt haben sie uns wieder alleine in der Küche, im Badezimmer, nein, wie heißt der Raum, im Wohnzimmer gelassen. Ja, tschö, gute Nacht und so. Ihr habt übrigens die Musik angelassen. Wahrscheinlich für uns, weil wir noch hier sind. Ja. Ah, er spielt immer noch. Ja, los. Töten, 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 töten. Ah, Spaß. Was ist mal Lala denn? Lala ist Batzel hinterhergelaufen? Batzel ist doch ins Bett gegangen. Lala ist Batzel hinterher. Ey, Batzel, nicht schlafen, das hätte deine Nacht werden können. Batzel hat's verbockt. Ach, Batzel. Wenn Batzel ins Bett geht, denkt er nur an Schlafen. Ja, schade, Batzel. Lala ist doch nett. Also, wenn sie nicht gerade aggro ist und sich aufregt. So, und jetzt möchte Lala Sportkanal schauen. Wenn ich keinen Sex bekomme, gucke ich eben Sport. Ha! Ja, auch schön. So, Are hat die Zockerei aufgegeben und. Oh, Are wollte was essen, aber. Nee, aufräumen. Ich dachte, er wollte was essen, aber jetzt ist es schlecht geworden. Are räumt auf, das ist nett von ihm. Aber wir haben ja jetzt eigentlich auch Personal, das das erledigen könnte, Are. Weißt du? Ihr müsst jetzt eigentlich gar nicht aufräumen. Kaum haben wir Personal, räumen sie auf. Das habe ich aber auch schon in anderen Spielständen beobachtet, als ob die Sims durch das Personal drauf kommen, das auch selber aufräumen könnten. Wisst ihr, also auch hier in der Villa oder hier im Live-Let's Play in der Apartment-WG. Wenn du Personal einstellst, sind sie erstmal alle so drauf. Oh, wir haben Personal, das räumt auf. Da können wir ja auch mal aufräumen. Hier, wisst ihr, wie dreckig die Villa immer war? Also nicht nur so mit Pfützen, sondern auch wie viel Geschirr gern mal rumstand und ewig gestunken hat. Und kaum haben wir Personal, räumen alle anderen auch mit auf. Ah, und Lala vom Fernsehen, denke ich. Ja. Phone ill.
Gahara Shuebi. Jikla O'Dreep. Hello, Yam. Nopsa. Na fein. Dann unterhalten die sich da nett. Und ich sag euch tschüss, bis morgen. Sehen wir uns dann wieder. Hoffe, alle hatten Spaß. Und wenn ich wisst, was ihr machen könnt, macht das Richtige. Das mache ich auch mal so. Bis morgen. Tschüss.